为纪念柏林墙倒塌30周年，柏林举办了为期一周的纪念活动。11月9号，德国总理默克尔和总统施泰因迈尔连同多位外国政要与柏林成千上万的民众参加了周六的纪念活动。晚间，勃兰登堡门的音乐和烟火秀将一天的活动推向高潮。30年前的11月9日，东德政府宣布允许公民申请访问西德以及西柏林，拉开柏林墙倒塌的帷幕。周六的纪念活动在柏林墙纪念馆举行。在东德长大的默克尔在致辞中回忆了共产政权对民众追求自由的迫害和打压，有75000人因为试图逃离东德被捕。Zu viele Menschen wurden Opfer der SED-Diktatur. Wir werden sie nicht vergessen. Ich erinnere an die Menschen, die an dieser Mauer getötet wurden, weil sie die Freiheit suchten. 默克尔说，柏林墙留下的历史教训是，任何阻止人们追求自由的高墙终将被打破。欧洲的基本价值观，自由、民主、平等、法治和人权，在当前的高科技全球化趋势下变得更加重要。晚间活动上，德国总统施泰因迈尔在演讲中强调民主的价值。Heute Abend mit Dankbarkeit, sogar mit Tränen in den Augen an die Mutigen von damals erinnern, dann können wir doch nicht gleichzeitig dabei zugucken, wie das, was Sie erkämpft haben, in Vergessenheit gerät. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen ausgegrenzt und angegriffen werden, dass Demokratie verhöhnt.Dass der Zusammenhalt in diesem Land zerstört wird, das dürfen wir nicht zulassen. Wir wollten einfach dabei sein. Ich wollte meiner Tochter auch ein bisschen was davon zeigen. Und ja, die Geschichte miterleben, also die wir heute auch schreiben, sozusagen. Berlin 墙将共产集权统治的东德与自由社会的西德分裂了30年，是冷战时期的象征。柏林墙被推倒一年后，德国于1990年统一。新唐人记者徐哲、雨薇综合报道。